Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Hallo, schönen Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ja, mein Name ist Robert Schmidt, ich bin Manager von der Handelsplattform E-Trade. Sie haben für Kryptowährungen interessiert, stimmt das? Ja. Okay. Guten Tag. Sagen Sie mir, mein bitte, Name ist Jack. Haben Jack? Oh, aber Sie haben andere Namen hinterlassen, ja? War ja nur ein Scherz. Weiter, mach weiter jetzt. Ah, bei Job. Ja. Okay, so, ich kann mehr Informationen auf Ihr WhatsApp schicken, ja, wenn Sie haben. Ach so, ich habe keinen WhatsApp. Haben Sie WhatsApp, ja? Kein WhatsApp, hab kein WhatsApp. Kein, okay. Ja, ja. Vielleicht kann ich auf Ihre E-Mail-Adresse mehr Informationen schicken. Aber Sie können mir jetzt ja auch am Telefon sagen, die Informationen. Ja, kein Problem. Lesen Sie mir einfach die Informationen vor. Los geht's. Wie bitte? Lesen Sie mir einfach die Informationen vor. Los geht's. Okay, so, sehen Sie, wer sind Kryptowährungen? Oh, wer sind Handelsplattformen? Und wer arbeitet mit Kryptowährungen, Aktionen, Rohstoffe, Währungspaare? Ja? Wir haben zwei Optionen für Zusammenarbeit. Der Arbeit mit dem Roboter und mit dem Finanzexperte. Sagen Sie mir bitte, haben Sie etwas über Roboter gehört? Ja, Staubsaugerroboter und so. Okay, sehr gut. Und Sie wissen das, ja? Die Software übernimmt die ganze Arbeit für Sie. Und mit dem Handelsroboter können Sie bis 25% Ihrer Einzahlung verdienen. Ach. Und für Arbeit mit dem Roboter brauchen Sie sehr wenig Zeit, ja? Ja. Aber wir haben noch eine Option, das ist Arbeit mit dem Finanzexperte. Ist das auch ein Roboter? Experte wird Ihnen schickt, Finanzexperte, ja? Experte wird Ihnen Schritt für Schritt erzählen und helfen, Verkauf und Kauf so aus das Steigen und Fallen der Börsekurse zu stimmen, dass Sie bei jeder Aktion Gewinn macht. So, aber so. Für Arbeit mit dem Finanzexperte brauchen Sie ein bisschen mehr Zeit. Ja? Sagen Sie mir bitte, haben Sie Zeit, circa 2-3 Stunden pro Woche mit dem Finanzexperte kommunizieren? Ja, natürlich. Okay, sehr gut. So, sagen Sie mir bitte, welche Erwartungen haben Sie? Steinreich zu werden. Möchten Sie einfach Geld verdienen, ja, oder in diese Industrie Erfahrung sammeln? Ja. Etwas noch? Ich will nächstes okay. Jahr in Urlaub fliegen mit dem Geld. Danach will ich es an hilfsbedürftige Kinder in Afrika schicken. Danach will ich natürlich auf jeden Fall auch an Hilfsorganisationen beitreten. Das will ich mit dem Geld machen. So, sehr gut. Prima. Und wissen Sie, ja, aus welcher Summe können Sie bei uns beginnen? Mindestbetrag ist 350 Euro. Ach so. Möchten Sie 300 Euro, oder? Also ich habe gedacht, man kann ab 3 Euro anfangen bei euch. So, ja, Mindestbetrag 250 Euro so. Und... War das nicht mal 5 Euro Mindestbetrag? Warum denn so teuer? Ja. Nein, so, sehen Sie. Wir verdienen an der Gewinn aus Ihrer Einnahmen. Und, der ja? Und für zum Beispiel für Finanzexperte, ja, unsere Handelsplattform, ja, nehmen PayPal aus Ihrer Gewinn. Ja. Das bedeutet, wenn Sie 100 Euro verdienen, ja, wir nehmen 10 Euro für unser Finanzexperte. Ja. Und wir können ich auch nicht schon Taschentücher aus 5 Euro beginnen. Ja, das ist zu wenig. Warum denn nicht? Für uns. Wie bitte? 5 Euro geht nicht, warum? Weil wer verdient an den Gewinnen aus Ihren Einnahmen, ja? Genau. Wenn Sie möchten aus 5 Euro beginnen, das ist so wenig. Genau, ja? Lohnt sich ja gar nicht der Betrug dann. Wie bitte? Lohnt sich ja gar nicht dann für euch, ne, mich anzurufen für 5 Euro. Sie können nicht bei uns aus 5 Euro beginnen, ja? Ja. Wir haben Mindestbetrag, das ist 250 Euro. Ist das Schnapper? Wenn diese Summe
für sie nicht bequem ist, dann leider, wir können nicht Ich mitarbeiten, ja? passe wohl in die Summe rein, das ist kein Problem. Ja, okay, sehr gut. So, sagen Sie mir bitte, haben Sie etwas über E-Trade gehört? Was? Wissen Sie, Was ist wie das alles denn? bei uns funktioniert? Was ist denn Istrade? E-Trade, ja. Erzählen Sie mal, hauen Sie raus. Das ist Handelsplattform, ja? Handel Wer der ist Löwen. E-Trade? Ja. Und so, ich mache jetzt für Sie Ihr Konto, Eine ja, kostenlose und schicke Testlizenz, auf. klar. Wie bitte? Machen Sie mal eine kostenlose Testlizenz, klar. Nein, wiederholen Sie bitte nochmal. Achso, in der Werbung, jetzt wo ich draufgeklickt habe, in der Werbung stand ja, dass Sie jetzt die kostenlose Testlizenz bekommen. Nein, das ist unsere Was? Werbung, ja, Ja. aber. Eure Werbung. So, Sie haben gesehen, einfach unsere Werbung, ja, über Bitcoin Bitcoin, genau. und so und auf unserer Plattform werden Sie nicht nur mit Bitcoin, ja, arbeiten, sondern auch mit Mit verschiedenen Dogecoins, Varianten. Shitcoin. Aber wenn Sie möchten, nur mit Bitcoin, kein Problem. Unser Finanzexperte wird Ihnen ein bisschen mehr über diese Kryptowährung erzählt, Ja. warum Bitcoin kostet zu teuer, Genau, so zu teuer, viel zu teuer, ich wann, scheiße. ja, wissen Sie jetzt, wie viel kostet Bitcoin? Nein. Nein, 38.000, ja. Boah, kann ich gar nicht leisten. Ich hab so viel Geld Aber gar nicht. jetzt ist ein bisschen Zeit, ja, Ach für so. Bitcoin kaufen, weil Bitcoin geht Bitcoin. jetzt ein bisschen unter, ja. Ah, okay. Und ja, schon ein Monat früher, Bitcoin kostete 48.000. Ach. Ach So, so. das ist jetzt ist sehr gut Zeit. So, Jetzt ist sehr gut jetzt Zeit. werden wir zusammen ein Konto für Sie machen, ja? Ja. Sagen Sie mir bitte, auf welche Nummer haben Sie WhatsApp? Ich Auf der dritten. konnte, ja. Auf diese Nummer, Sie haben kein WhatsApp, ja? Ich habe Ja. richtig verstanden. Ja. Okay, vielleicht haben Sie WhatsApp auf andere Nummer. Ja, aber gebe ich nicht raus. Okay. Ist geschäftlich. Haben Sie Zugriff für Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Okay, das ist Nee, die richtige ich habe E-Mail-Adresse, ja? eine E-Mail-Adresse angegeben, wo ich keinen Zugriff drauf habe. Vielleicht können Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse Ja. sagen? Was haben Sie da? Welche haben Sie da stehen? Fremdgehen69, das ist die E-Mail-Adresse, ja? Was? Wie geht die weiter? Erst Ehrenmann, ja? Elon Musk, was? Ja, nun, das ist die E-Mail-Adresse, Ach oder so. nein? Sie lesen das voll komisch vor, deswegen weiß ich gar nicht, welcher es ist. Was steht? Einen Moment Was bitte. steht denn da? Ja, für euch, Luther, da steht nämlich Fremdgeh69, beste Ehrenmann. Aber das können nicht lesen. Hallo? Ich fühle mich langsam in den Stich gelassen hier. Hallo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, hallo? Hallo, ja, Ja? hallo, ja, Hallo? sind Sie da? Ja? Ja, leider diese E-Mail-Adresse nicht funktioniert. Was? Können Sie bitte eine andere E-Mail-Adresse geben? Doch, die funktioniert. Leider nein, ich kann nicht auf diese E-Mail-Adresse Doch. Ihr Zugangsdaten schicken, ja. Fremdgehen69, beste Ehrenmann at gmail.com. Ja, Hier. genau. Das ist meine Diese E-Mail. E-Mail-Adresse nicht Doch. funktioniert. Doch, die geht. Die habe ich doch gerade erstellt. Nicht. Keine Ahnung, aber diese E-Mail-Adresse nicht funktioniert. Und wenn Sie möchten mit uns weiterarbeiten, geben Sie bitte mir normale E-Mail-Adresse. Dabei ist ja eine normale E-Mail-Adresse. Ja, die funktioniert.
Ja, natürlich. Doch, die funktioniert doch. Leider kann ich nicht auf diese MLS etwas schicken. Aber ich habe sonst keine andere. Jo, Sie können jetzt buchstabieren, Ihr MLS, ja, Ja, und alles dann ich klar. schicke Ihr Zugangsdaten. Ja, F wie F. Hallo? Ja, F, ja. also F wie F, R wie R, E wie Emil, M wie Mad Dogs, D wie Döner, G wie Gustav, geht jetzt gehen, E wie Esel, H wie Heinrich, E wie Esel, N wie Xylophon, 69, B wie Tobias, E wie Emil, S wie Siegfried, T wie Theodor Fall, ganz wichtig, Theodor Fall heißt das, wird geändert jetzt. E wie Ehrenmann, E wie Ehrenmann, H wie Hahaha, Richard wie Richard, E wie Esel, N wie Nordpol, M wie der Mann, A wie Anton, N wie Nordpol, N wie Affe, at gmail.com. Ja, Sie haben diese MLAdresse buchstabieren, ja? Genau. Ja, aber diese MLAdresse funktioniert nicht. Doch. Doch, schicken Sie mir mal eine SMS auf die E-Mail. Okay, so. Schicken Sie mir eine SMS auf die E-Mail dann. Ja, Ja. ich habe es schon geschickt, aber meine E-Mail, aber hier steht, dass diese E-Mail-Adresse nicht funktioniert. Da steht einfach so, funktioniert nicht, oder was steht da? Okay. Was steht denn da? Steht da, funktioniert nicht, oder wie? So, Herr Handel, sagen Sie mir bitte Ihre normale E-Mail-Adresse, ja, oder so. Auf diese Weise können wir nicht weiterarbeiten, ja, und das ist nicht lustig. Wenn Sie möchten natürlich mit uns mitarbeiten, geben Sie mir bitte andere Ja, alles E-Mail-Adresse. klar, dann gebe ich halt eine andere E-Mail-Adresse. Dann haben wir S wie Siegfried, E wie Emil, X wie Xylophon, Y wieder Y, R wie Richard, O wie O, B wie B, L wie L, O wie O, X wie Xylophon, R wie Richard, O wie Ohoho, L wie Ludwig, E wie Emil, P wie P, L wie Ludwigshausen, A wie A, das ist ein Apfel. Y wie Y, N wie Nordpol, A wie A, das ist ein Apfel, G wie Gustav, E wie Emil, L wie Ludwig at gmail.com. Mitgekommen? Und lesen Sie bitte diese E-Mail-Adresse. Sexy Roblox Roleplay Nagel at gmail.com. Okay, wenn Sie möchten nicht mit uns Was? weiterarbeiten, auf Wiederhören. Was? Ich kann doch eine andere E-Mail geben, Ich aber was ist, wünsche ich Ihnen will doch handeln schönen jetzt. Tag. Ich will handeln. Jetzt leg nicht auf mein Gesicht auf. Auf Wiederhören. Nee, leg jetzt nicht auf. Ich will doch handeln. 250 Euro Tschüss. Invest. Soll ich Kreditkarte geben oder was?